Geschwisterliebe, Geschwisterstreit, das ist jetzt das Thema. Es kann sich bestimmt jeder, der Geschwister hat, noch erinnern an die schönen Momente, wenn man vielleicht abends im Bett lag und sich noch was erzählt hat vom Tag, wenn man ein gemeinsames Zimmer hatte oder die Zeiten im Urlaub, wo immer jemand da war zum Spielen. Also daran kann ich mich lebhaft erinnern, aber natürlich auch an die handfesten Auseinandersetzungen. Jetzt mit meinem Bruder, Haare ziehen, kneifen, schubsen. All die Dinge, das Zimmer verteidigen, den Raum verteidigen, das Spielzeug halt irgendwie wieder zurückholen. Also da gibt es ganz viele Situationen, wo es auch Auseinandersetzungen gab. Es ist ein spannendes Thema, weil Geschwister bleiben uns ein Leben lang erhalten. Also die Eltern werden irgendwann vor uns gehen und unsere Kinder werden ja dann sind ja erst sehr viel später geboren. Aber die Geschwister, mit denen teilt man eigentlich das ganze Leben. Und das ist schon was ganz Wunderbares eigentlich. Deswegen finde ich es eigentlich schön, wenn man als Eltern auch darauf schaut oder guckt, was kann ich tun, um meinen Kindern ein gutes Miteinander zu ermöglichen, dass sie vielleicht auch sich im Leben immer noch eine Stütze sein können und halt eine gute Beziehung haben. Geschwisterliebe, Geschwisterstreit. Wie gehen wir mit Schwierigkeiten in der Geschwisterbeziehung um? Die Frage an alle ist erstmal, wer erinnert sich denn noch an die Streitereien mit den eigenen Geschwistern? Wie die Geschwister haben da vielleicht die eine oder anderen Erinnerungen an verbale Auseinandersetzungen oder auch körperliche Auseinandersetzungen. Das ist ja durchaus an der Tagesordnung unter Geschwistern. Und solange Geschwister sich streiten, sind sie in Beziehung miteinander. Das muss man sich immer wieder bewusst machen. Jetzt schauen wir erstmal darauf, wenn ein Geschwisterchen erwartet wird. Wie sieht es denn da aus? Wie kann ich mein Kind gut vorbereiten auf ein Geschwisterkind? Zum einen würde ich immer empfehlen, die kleinen Kinder nicht mit in die Ultraschalluntersuchung zu nehmen. Denn das ist für uns Erwachsene schon schwierig zu verstehen, wie dieses Bild zustande kommt. Und für Kinder ist das sowas, also in dem Alter zumindest, ist das sowas von abstrakt. Da haben sie kein Bild von dem Baby, was dann dabei rauskommt. Also lieber Babybilder von dem älteren Kind anschauen, dass man die Bilder aus der alten Schwangerschaft, eben als man mit ihm oder ihr schwanger war, anschaut und dann eben von der Zeit nach der Geburt, eben als das Kind ganz klein war, dass man da die Fotos einfach anschaut, dass man Bücher zum Thema anguckt und ihm Geschichten erzählt von der eigenen Geburt und der ersten Lebenszeit. Einfach diese Zeit präsent zu machen, wieder in Erinnerung, also Erinnerung wieder vor Augen zu führen, dass das eigene Kind auch mal so klein war, dass es auch mal im Bauch. Wenn man über das Baby oder über das Geschwisterkind spricht, sollte man nicht gleich einen Spielkameraden versprechen. Denn miteinander spielen können die beiden ja noch nicht, solange das Baby noch ganz klein ist und viel schläft und trinkt und eigentlich nur auf Mamas Arm ist, können die Älteren dann nicht mitspielen. Und sie haben dann häufig so eine Vorstellung von, ja, das Baby ist da und dann habe ich jemanden zum Spielen, aber so ist es ja nicht. Deswegen lieber wirklich auf ein Baby vorbereiten, auf das, was dann kommt. Das Baby halt an der Brust trinkt und schläft und gewickelt wird und getragen wird und dann wieder trinkt und schläft. Und das geht ja erstmal eine ganze Weile so. Also bis die Kinder miteinander spielen können, dauert es mindestens, sagen wir mal, anderthalb Jahre, bis es dann funktioniert. Deswegen lieber realistisch bleiben. Natürlich sollte der Vater sich vor der Geburt auch schon stärker um das ältere Kind kümmern, dass es gewisse Tage gibt, wo der Papa was mit dem Kind unternimmt, also sei es der Samstag, da kann man dann schon mal rausgehen und schwimmen gehen, Fußball spielen gehen, in den Zoo gehen, dass das schon mal so Exklusivtage sind zwischen Papa und älterem Kind oder auch das ins Bett bringen dann übernimmt, dass die Mutter dann schon mal entlastet ist und das ältere Kind es eben da auch schon erlebt und da eben auch schon eine intensive Beziehung entwickelt zum Papa. Man kann auch schon einführen, dass die Großeltern regelmäßig kommen oder auch vielleicht eine Babysitterin oder so, dass man das vor der Geburt schon anlegt und da auch
für die Zeit nach der Geburt einfach eine gewisse Entlastung dann für die Mutter da ist.